Amons Maske. Was ein schönes Projekt. Da kann ich einfach mal abschalten. Das ist schön. Dementsprechend wenig habe ich auch aufgenommen an Text. Das muss ich jetzt irgendwie alles nachholen. Was habe ich alles gemacht bis zu diesem Zeitpunkt? Ich habe den Ton drauf geklatscht, dann einmal gebacken, dann nochmal Ton drauf geklatscht, dass dann endlich halt auch Gesichtskonturen und Formen entstehen. Das dann wieder gebacken und jetzt wird es angeschliffen. Aus dem einfachen Grund, das ist einfach nicht glatt. Das muss angeschliffen werden und dann die Ebenen, die nicht irgendwie gerade sind, müssen dann nachgespachtelt werden mit dem Kfz-Spachtel. Das dann wieder geschliffen und dann kommt es unter die Sprühdose. Wird schön lackiert, aber nicht direkt in den Farben. Ist ja auch nicht möglich, das Ding danach aufzusetzen, sondern einfach erstmal vollkommen Hochglanz. Warum? Weil im Endeffekt soll eine Mold gebaut werden. Das heißt, so wie bei den Phasern aus Star Trek, werde ich eine Silikonschicht auftragen, dann einen Glasfasermantel außenrum bauen, dass ich dann im Endeffekt eine Negativform habe, die ich dann ausgießen kann mit dem Zwei-Komponenten-Plastik durch Slush-Casting. Aber das sehen wir dann, das erkläre ich auch dann, was das genau ist. Da kommen wir dann im nächsten Video dazu. Weil ich das Video eh aufgenommen habe, ohne irgendwas zwischendurch zu erklären, soll das jetzt auch für dieses Video mal das letzte sein, was ich zu dem Thema gesagt habe. Und ihr genießt es jetzt einfach, meine Entspannung, die ich in dieses Projekt reingesteckt habe. Haltet die Ohren steif und tschüss! I'm so easy to please, don't need much money. Just don't expect too much of the failure that is me. Life on the street seems bearable now, so you can kick me out. Could just stop loving me, we would be so much better off. By now I sure have given you reason enough. Fuck up is my most common name now, and it fits me well.